Einen schönen Nachmittag. Ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Sie kommen aus den unterschiedlichsten Ländern und Kulturen. Viele Menschen entscheiden sich bewusst, in Österreich zu leben, obwohl es nicht immer ganz einfach war, ihre Heimat zu verlassen. Aber sie haben mitunter Hürden überwinden müssen. Und welche das sind, das werden Sie erzählen, wenn Sie heute mit Stolz und zu Recht sagen, akzeptiert und integriert, wir sind die neuen Österreicher bzw. Österreicherinnen. Ich darf Ihnen meine Gäste vorstellen. Der als Gastarbeiterkind nach Österreich kam und nach einem holprigen Start im Lande so richtig aufblühte. Hager, die der Diskriminierung mit ihrer Leidenschaft der Poesie entgegenwirkt. Mladen, der als Brückenbauer zwischen Polizei und Minderheiten vermittelt. Michael, der alles dran setzte, so schnell als möglich Freunde in seiner neuen Heimat zu finden. Gabriel, dessen Herz ausschließlich für Österreich schlägt. Und Nathalie, die mit Vorurteilen aufräumen möchte. Und im Studio begrüße ich weitere Gäste und unsere Expertin heute Nachmittag, Magistra Natalia Oelsböck, Psychologin, die uns verraten wird, was es für gelungene Integration wirklich braucht. Herzlich willkommen euch allen. Ich freue mich, dass ihr Zeit gefunden habt. Ich würde mal gerne von euch wissen, wie und warum ihr nach Österreich gekommen seid. Mladen, ich fange gleich mit dir an, Herr Inspektor. Also ich bin vor jetzt mittlerweile schon fast 30 Jahren nach Österreich gekommen. Zu diesem Zeitpunkt ist der Bosnienkrieg ausgebrochen. Ich war damals 6 Jahre alt und bin mit meiner Mutter über den Landweg sehr plötzlich geflohen und bin als Kriegsflüchtling dann auch schlussendlich in Österreich angekommen. Ich war damals, wie gesagt, 6 Jahre alt, was ich zu einem Vorteil genutzt habe, indem ich gleich die Sprache gelernt habe, auch die Schulausbildung absolviert habe. Und so eben in richtiger, nach guten Zeit in ein neues Leben starten konnte. Okay, und wo habt ihr gelebt, als ihr hergekommen seid? War das so wie heute, dass man zuerst in ein Flüchtlingslager kommt? Am Anfang war es so, tatsächlich. Also wir waren in der Erstaufnahmestelle in Treskirchen für ein paar Tage und sind dann zu einer Gastfamilie ins Burgenland gekommen, die sich dann für einige Zeit auch um uns gekümmert hat, solange wir uns dann eben selbstständig nicht versorgen konnten. Okay, Hager, wie war denn das bei dir? Also mein Papa war schon davor da, er hat hier wegen einem Job war da und hat hier gearbeitet. Und ich bin dann auch so ungefähr mit 5, 6 Jahren hergekommen. Woher? Aus Ägypten, hatte meine Kindergartenzeit noch in Ägypten und bin hier dann eigentlich direkt in die Volksschule dann reinkommen. Also ist so wie im Laden. Genau, so ähnlich. Das junge Alter war auch natürlich zum Vorteil, wenn man schneller und einfacher die Sprache lernt, wenn man mit den anderen Kindern in der Volksschule und in der Klasse ist. Genau. Und hast du irgendwie gemerkt, du bist anders als andere Kinder? Am Anfang ein bisschen, weil am Anfang konnte ich ja kein Wort in der Volksschule. Das Einzige, was ich sagen konnte, waren wahrscheinlich Ja und Nein. Und damit habe ich alles beantwortet, was ich gefragt wurde, egal was es ist. Also am Anfang ein bisschen, aber ich habe das Glück gehabt, eine sehr, sehr gute Lehrerin, die ich damals gehabt habe. Und meine Mitschülerinnen und Mitschüler waren auch alle voll offen. Von dem her habe ich mich sehr, sehr schnell eingelebt, auch in die Klasse. Und dann war das kein Problem. Okay. Wie war das beim Gabriel? Also mein Vater ist aus Ghana, meine Mutter aus Knittelfeld. Ich bin in Wien geboren. Leider musste dann mein Vater gehen, kurze Zeit nachdem ich geboren war. Und ich bin in Knittelfeld aufgewachsen, ab meinem 5. Lebensjahr. War nicht einfach, weil? Kein Fall, weil ich der erste und einzige Dunkelhäutige dort war. Und von Anfang an also institutioneller Rassismus von Anfang an spürbar war, von den Schulen, von der Polizei, von den einzelnen Lehrern, von Eltern. Im Grunde wurde auf mir vom ganzen Dorf, kann man sagen, herumgehackt. Ja. Zum Beispiel, was waren so Sachen, die passiert? Also das Erste, das passiert ist, dass ich natürlich selber nicht wahrgenommen habe, dass mir dann im Nachhinein von meiner Mutter und von anderen erzählt worden ist, ist das, dass ich damals mit 5 in diesen Ort gekommen bin. Dann hat es geheißen, ich muss in die Volksschule mit 6. Ja. Und in der Volksschule wollten sie aber keinen Neger haben und haben deswegen hat der Elternrat und der Eltern- und der Lehrerrat haben zusammen abgestimmt. Bei der Abstimmung ist rausgekommen, nein,
wir wollen keinen Schwarzen bei uns in der Schule haben. Und mein Großvater hat sich dann... Obwohl du in Österreich geboren bist und Deutsch als Muttersprache hattest. Ich bin immer wie ein absoluter Ausländer, Aussätziger, behandelt worden. Auf jeden Fall wurde in dieser Schule abgestimmt und mein Großvater musste sich dann einsetzen. Der war damals im Gemeinderat in Knittelfeld und musste sich dann dafür einsetzen, dass ich überhaupt in die Schule gehen kann. Wenn er das nicht gemacht hätte, hätte ich theoretisch den Ort wechseln müssen. Und haben dann alle, nachdem es erlaubt war sozusagen, dich auch so behandelt wie die anderen Kinder? Oder hast du trotzdem gemerkt? Ja. Das Schlimme ist ja, als Kind merkt man ja nicht, dass man überhaupt anders ist. Das ist du hast nicht gemerkt, dass du ein bisschen schöneren Körper hast? Mir war selber nicht bewusst, dass ich eigentlich anders ausschaue als die anderen Kinder, beziehungsweise laut ihnen halt anders bin. Mir ist das, wenn ich geträumt habe als Kind sogar und mich im Spiegel angeschaut habe, da ich ja nur unter Österreichern aufgewachsen bin, habe ich mich selber sogar als Weißen gesehen im Spiegel. Und deswegen war das mir, bis ich 12, 13 war, eigentlich nie bewusst, warum die mich so behandeln. Ich habe immer geglaubt, das ist ein Fehler von mir. Ich bin einfach ein schlechter Mensch und ich muss so behandelt werden, zum gewissen Grad. Was haben Sie zum Beispiel gesagt, die Lehrerinnen oder die Lehrer? Ich habe einen Mathematiklehrer gehabt. Der war immer so, dass wenn ich irgendwas falsch gemacht habe, hat er gesagt, ja, du, sein Lieblingsspruch war, du könntest ja zurück nach Afrika gehen, lass das hier in Österreich und hilf den kranken Affen auf den Baum. Das ist der beste Job für dich. Oder ja, ich bin in die Klasse gekommen und er hat gesagt, Neger setzen. Und ich dann so, was? Mhm. Wie? Und er dann so, ja, ich habe gegoogelt oder gegoggelt sogar, hat er gesagt. Und ich bin draufgekommen, dass Neger keine Beschimpfung ist, sondern eine Bezeichnung deiner Ethnie. Also setz dich jetzt hin, Neger. Mhm. So. Wie viele Jahre ist das her? Das ist 17 Jahre, 18 Jahre. Okay, also das ist noch nicht so weit. Das ist noch nicht so lange her. Nathalie, wo bist du denn groß geworden? Ich bin in Deutschland, Baden-Württemberg, groß geworden. Mhm. Ja, ich bin die zweite Generation. Also mein Vater war in Auschwitz. Mhm. Warum? Also weil er ein Sinto ist. Okay. Also die Sinti sind damals abdeportiert worden. Mein Vater war 6 Jahre. Er war 3,5 oder 4 Jahre in Auschwitz und hat Mutter, Vater verloren und Geschwister und kam dann mit seinen 3 Schwestern, ist er dann 900 Kilometer nach Hause gegangen, als sie waren vollweise. Ja, ich bin aufgewachsen mit der Angst, also ich durfte nicht über die Straße gehen. Es war immer die Angst war dabei bei uns. Und die habe ich zum Teil natürlich auch meinen Kindern leider mitgegeben. Ich habe das Gott sei Dank, ich habe an mir gearbeitet, weil mein verstorbener Mann, der hat immer gesagt, das geht so nicht, du musst loslassen. Mhm. Weil er war natürlich schon viel weiter. Es gibt Sinti, die kommen von Deutschland und auch Österreich nach Wien. Und sind seit über 20 Jahren, kommen die nach Wien und arbeiten hier. Und die können jetzt, die sind jetzt auf dem Campingplatz Süd. Und die kommen, aber die können nächstes Jahr nicht mehr kommen, weil sie nirgends zum Campingplatz reinkommen. Und sie kommen nicht rein, weil? Naja, sie haben große Wohnwegen. Mhm. Kinder, viele. Und ja, die wollen auch nicht, dass die so lange dort stehen, mhm, am Campingplatz. Obwohl es wird alles bezahlt. Ich war jetzt auf dem Campingplatz Süd und habe sie besucht. Meine Verwandtschaft steht auch dort. Es geht total ruhig zu und natürlich haben sie mal samstagabends machen. Ist es, weil es irgendwie bei ihnen ein Ruf vorauseilt? Na klar, das sind die Vorurteile auch. Mhm. Und Vorurteile, welche wären das? Naja, mit dem Z-Wort klauen, dreckig. Muss man dann doppelt sich sozusagen bemühen und zeigen, ich bin sozusagen ordentlich und ich bin gepflegt und gewaschen und sauber und ich arbeite und bin fleißig? Ja, also ich
bin schon so, dass ich meine Kinder oder zu meinen Kindern, oder es wurde auch mehr weitergegeben, dass alles immer sauber ist, dass sie sauber angezogen dass sind. Dass man ja nicht dieses Klischee bedient. Ne? Dass man ja nicht das Klischee bedient. Und wenn auch dann Leute zu uns gekommen sind, ihr lebt so und das ist ja gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, wie hast du dir denn das vorgestellt? Ja, im Wohnwagen vielleicht. Und das Klischee ist einfach, jeder Sinto oder Roma hat einen Wohnwagen und zieht umher. Das stimmt nicht. Ne? Die haben zu Hause, ich beschreibe das immer so, dass die einfach auf Geschäftsreise gehen und die nehmen ihre Familie mit. Ja. Was ja schön ist. Ein Sinto lässt seine Familie nicht über 4 Wochen zu Hause alleine, sondern der nimmt seine Familie mit. Und wenn man ein Familienmensch ist, Michael, dann nimmt man die Familie mit, nicht? Wie war das bei dir? Wenn ich mir die Geschichten so anhöre, dann kriege ich fast ein schlechtes Gewissen, weil ich habe nur Positives und Nettes erlebt auf meinem Weg in Österreich. Du kommst aus? Ich komme aus Polen, ich bin 1981 nach Österreich gekommen mit 2 Kindern, also mit der Frau und 2 Kindern. Und warum? Warum bist du nach Österreich gekommen? Es war die Zeit des Kalten Krieges, ich lebte in einem besetzten Land. Und nichts hat darauf hingedeutet, dass die Sowjetunion nur noch 8 Jahre existiert. Mhm. Ich habe einfach eine andere Zukunft für meine Familie und für meine Kinder. Und eigentlich wolltest du ja nach Australien, glaube ich. Das ist richtig. Ja. Ich habe es aber nicht verwechselt. es hat sich einfach so vieles so toll in Österreich ergeben, dass wir uns dann schlussendlich für Österreich entschieden haben. Und dazu muss man sagen, als ihr gekommen seid, deine Familie, konntet ihr ja alle nicht Deutsch. Na, überhaupt nicht. Wie war das? Na, ich habe es einfach die Nähe der Österreicher gesucht. Ich wollte unter den Österreichern arbeiten. Ich wollte, dass die Kinder möglichst bald in einen Kindergarten kommen. Das ist mir dann auch gelungen. Und bist du da, entschuldige, anders behandelt worden, beziehungsweise / deine Kinder, als beim Gabriel? Ganz anders. Mhm. Ich habe es ja beobachtet, wie die Tante, also jetzt heißt das Pädagogin, damals war das eine Kindergartentante, wie sie am Tisch mit meinem Sohn sitzt, der war damals 4, hat auf dem Tisch einige Gegenstände, zeigt ihm das und nennt und so bringt ihm Deutsch bei. Sie haben sich sehr gut und sehr fürsorglich für die Kinder. Das ist gerade sehr spannend, wenn ich jetzt den Gabriel anschaue, dessen Muttersprache Deutsch ist, der die Sprache schon beherrscht hat und nur weil die Hautfarbe eine andere war, er so behandelt wurde, nicht? Ja, ich glaube, man sieht auch die regionalen Unterschiede auch vermutlich in der Sache. Also dort, wo ich aufgewachsen bin, ohne jetzt über mich selbst zu sprechen, sondern mit mir waren in der Klasse genauso 1-2 Personen, die dunkelhäutig gewesen sind. Und die hatten solche Erfahrungen, zumindest in meiner Anwesenheit, nicht. Und das heißt aber nicht, dass ich deine Aussage in Abrede stelle oder sie anzweifle, sondern dass es da vom Individuum abhängig ist, wie der Lehrer dort auch in der Klasse auch agiert und wie sensibel der für solche Angelegenheiten aber auch das, ist. Es ist halt auch im Mittelfeld ein sehr hartes Pflaster, muss man sagen. Mümmt das? Wenn du mit deinen Kindern Türkisch sprichst, hörst du was anderes, als wenn deine Frau mit den Kindern Französisch spricht? Genau. Ich meine, Mehrsprachigkeit ist für uns, für mich, für meine Familie, ist ein was Wertvolles. Ich rede mit meinem Kind Türkisch, meiner Frau Französisch. Das Kind wächst sowieso im deutschsprachigen Raum. So Kindergarten. Und wenn ich tatsächlich mit ihm in der Straßenbahn im Bus Türkisch rede, dann bekomme ich manchmal gut gemeinte Empfehlungen. Reden Sie mit ihm Deutsch, weil er wird es später schwer haben. Oder einige ganz böse, sie drehen sich um, wir leben in Österreich, redet Deutsch. Und wenn meine Frau Französisch spricht, sie wird immer bewundert, wie schön das klingt und sie machen super und wunderbar. Ich meine, da merkt man die Wertigkeit der Sprachen. Hinter denen halt die Menschen sind. Ja. Wie erklärt sich das die Hager? Ich wollte dazu, als du das erzählt hast, ist mir eingefallen, weil du gesagt hast, manchmal ist nicht böse gemeint. Ich habe auch selbst Situationen erlebt von Menschen, die es zwar nicht böse gemeint haben,
aber einfach komplett unreflektiert Aussagen getätigt haben. Ich kann mich erinnern, keine Ahnung, also es gibt so einige Geschichten, aber ich kann mich erinnern, einmal bin ich im Bus gesessen und habe gelesen, weil ich halt gerne lese, und ich habe hinter mir zwei ältere Damen gehört, die gemeint haben, mal schau, die liest ja auf Deutsch, und so voll bewundert. Oder wenn ich mit einer Freundin unterwegs war, dass dann irgendein wildfremder Typ auf uns zukommen ist und gesagt hat, ihr sprecht aber gut Deutsch. Und dann als wir gesagt haben, danke Sie auch, hat uns so verblüfft angeschaut, so auf, ja eh klar, was sonst. Und vieles, oder als ich Zeitung gelesen habe und auch dann so zwei Damen geschaut haben zu mir und meiner Freundin, so dass wir auch Zeitung lesen. Und ja, also solche Situationen sind manchmal gar nicht böse gemeint, aber es ist trotzdem eine Verantwortung, dass man reflektiert oder dass man ein bisschen nachdenkt, bevor man eben solche Aussagen tätigt. Ist es auch mitunter so, dass du wegen deines Kopftuches irgendwie quasi, wie sagt man da, kritisiert wirst? Ja, also solche Situationen habe ich persönlich, aber auch so ziemlich alle Freundinnen von mir, die ein Kopftuch tragen, selbst schon einmal erlebt. Und eben manche Sachen sind nicht gut gemeint, manche Sachen sind gut gemeint. Auch zum Beispiel in den Öffis, wo dann eine Frau zu mir gekommen ist, noch nie gesehen davor, die mich anschaut und sagt, du würdest aber schon schöner ausschauen ohne das Kopftuch. Aber so, dass sie mir, das ist ein Ratschlag, den sie mir ins Herz legt. Aber wenn man bedenkt, sowas würde man nie bei irgendjemand anderem machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man zu irgendeiner wildfremden Person in der U-Bahn oder so geht und sagt, eigentlich würdest du schöner ausschauen, wenn du einen anderen Rock anhättest oder eine andere. Das macht auch niemand. Also sowas erlaubt man sich normalerweise nicht, aber ich glaube, manchmal die Grenze verschiebt sich ein bisschen, wenn Menschen eine Frau mit Kopftuch vor sich sehen, da traut aber man sich mehr. Aber dieses Kopftuch zu tragen ist schon eine sehr bewusste Entscheidung. Die Frage, die ich mir stelle, an was Österreich ist so vielfältig? Wir sind alle sehr, sehr vielfältig. Wir schauen anders aus, wir kleiden uns anders. An wen genau soll ich mich da anpassen? Und das Kopftuch hat ja auch in Österreich seine Tradition. Wenn wir uns zum Beispiel am Land die Bäuerinnen anschauen, die Nonnen, also verschiedenste Personen tragen auch das Kopftuch, wenn in einer anderen Form. Das Kopftuch, das war ja eine bewusste Entscheidung, wie du gesagt hast, die ich getroffen habe. Das ist für mich einfach aus einer religiösen, also eine private Entscheidung aus einer religiösen Haltung heraus, die ich getroffen habe. Und ich bin froh, dass wir in Österreich eben so vielfältig sind und dass jede Person das machen kann, was sie möchte, und das anziehen kann, was sie möchte, ohne dafür ständig bewertet zu werden. Was denkt sich der Mümters, weil du gerade so genickt hast, glaube ich? Ich glaube, die Entscheidungen soll man erwachsenen Menschen lassen. Wenn ich sage, ich kleide mich so oder so an, sollte meine Entscheidung sein. Ich habe geknickt, weil wir tatsächlich in den letzten Jahren in unserer Beratungsstelle, ich leite eine Beratungsstelle, immer wieder Beschwerden haben, eben von Menschen, die Kopftuch tragen, von Menschen, die halt dunkle Hautfarbe haben, die halt unter Anführungszeichen eine Andersartigkeit haben. Und ich habe zum Beispiel, weil du erzählt hast, hat mir einen Fall erinnert, eine arbeitslose Frau, die so einer Arbeitsstelle, so einer Bäcker, Verkaufsstelle vermittelt wurde. Sie wurde abgelehnt, weil sie eben schwarze Hautfarbe hatte. Sie war bei uns und sich beschwerden. Ich habe dann Arbeitgeberin angerufen und sie war ganz entsetzt. Sie hat gesagt, na, was stellen Sie sich vor? Sie ist meiner Kundin nicht zumutbar. Ich meine, wenn Gedanken wirklich so weit kommen, dass eben ein Mensch andere Schüler, Schülerinnen in der Schule nicht zumutbar ist oder diese sogenannte Andersartigkeit eine Gefahr darstellt, kommt man dann einen Schritt zu viel. Also den Ratschlag habe ich auch schon bekommen bei der Jobsuche. Also such dir lieber einen Job, wo man dich nicht sieht, wo du nicht mit Kunden zu tun hast, sondern eher im Hintergrund. Und es ist schlimm, aber so ist halt die Realität und da muss man schauen, dass man damit zurechtkommt. Aber weil du auch das Thema Vielfalt angesprochen hast, Ich finde es interessant, weil Vielfalt ist eigentlich in jedem Lebensbereich eine Stärke. Es ist etwas, das man ausnutzen kann. Ich kann zum Beispiel aus dem Bereich der Philosophie sprechen, weil das mein Gebiet ist. Wenn ich mir vorstelle, dass all die großen Denker, die die Welt und Österreich so sehr beeinflusst haben, alle derselben Meinung gewesen wären oder alle gleich gewesen wären, dann wäre man auch nicht weit gekommen. Genau, also Vielfalt ist eigentlich eine Stärke, die wir haben. Ja, und so sehen es wir in der Exekutive genauso. Ja. Also interessant, dass du ja sagst, dass es Menschen gibt, die bestimmte Sprachen abwerten und andere wiederum höher stellen. Und bei uns ist es umgekehrt. Also wir suchen genau Menschen, die bosnisch, serbisch, kroatisch, türkisch sprechen. Warum?
weil das in der Stadt eine Sprache ist, die sehr häufig gesprochen wird. Und insbesondere deshalb benötigen wir Kolleginnen und Kollegen mit solchen Kompetenzen. Mhm. Und das ist vielleicht nur so ein Aspekt, aber den man vielleicht auch beachten kann. Was interessant ist wegen der Hautfarbe. Du schaust ja, Entschuldigung, wenn ich das jetzt sage, nicht aus wie jemand, der aus Bosnien, Kroatien, Serbien, wo auch immer kommt. Du schaust dort aus wie ein Österreicher. Und du wirst dann möglicherweise mal wohin kommen und du wirst da die Sprachen, die Slawischen, verstehen. Aber outest dich vielleicht nicht gleich, ne? Das kommt darauf an. Es kommt darauf an, ob, das ist nämlich immer spannend. Ob ich einen Nutzen daraus habe oder nicht. Ja. Also manchmal macht es schon Sinn, sich zu outen, wenn jemand eine Auskunft benötigt. Ja, klar, entgegnet man den Touristen in Wien, ne, der halt eine Wegauskunft sucht. Ja. In der Landessprache, die man spricht. Aber auf der anderen Seite kann es genauso auch nützlich sein, indem man irgendwo mithört, gewisse Gespräche und sich dadurch die Informationen zusammenholt und dann auf einmal ein Einschreiten präsentiert, wo das Gegenüber nicht mal annähernd damit gerechnet hat. Und da fallen dann die Beteiligten aus den Wolken. Und das ist übrigens polizeiliche Realität, dass wir halt diese Kompetenzen auch täglich einsetzen. Gabriel, du hast viel zu tun. Ja, noch mal wegen dem Jobthema. Ich habe 4, 5 Jahre lang Jobs gesucht, oder Lehrstelle haben und hätte, wenn mein Großvater nicht Vitamin B eingesetzt hätte, niemals eine Lehrstelle gefunden. Ja. Niemals. Also unmöglich. Lebt dein Großvater noch? Der lebt. Er ist jetzt mittlerweile dement, leider. Mhm. Aber hat ein tolles Leben gehabt, lebt noch immer. Wird von meiner Mutter hervorragend gepflegt. Mhm. Alles. Aber du sprichst eher von dem steirischen Teil, genau, wo du herkommst. Genau. Dort, also war es schwierig für dich. Ich habe dort niemals eine Lehrstelle gefunden. Also da habe ich machen können, was ich will. Ich bin halt Mobbing und Gewalt ausgesetzt gewesen. Einfach nur, weil du bist. Weil ich dunkelhäutig bin. Selbst wenn ich zur Polizei gegangen bin, hat mir dort niemand geholfen. Das war dann so, ja, soll man machen. So quasi. Ja, sehr bedauerlich, das zu hören. Aber genau solche Vorfälle versuchen wir, zumindest von unserem Referat aus und von der Polizei Wien ja allgemein auch, zu verhindern, indem wir unsere Tätigkeit nachgehen. Neben das Referat Minderheitenkontakte, wo ich tätig bin, ist ein auf den ersten Blick ein etwas unkonventionelles Referat, weil es eine atypische Polizeitätigkeit ausübt. Also wir gehen nicht auf Streife, wir arbeiten auch nicht in der Nacht, aber wir unterstützen in Wien lebende Minderheiten. Das heißt, wir sind das Bindeglied zwischen der Polizei in Wien und den in Wien lebenden Minderheiten und haben da Kontakt zu verschiedenen Organisationen und Institutionen unterschiedlicher Herkunft, sei es, ob das das Alter ist, die sexuelle Orientierung, Behinderung. Da ist viel zu tun. Also all diese Bereiche versuchen wir abzudecken und hören uns auch an in den jeweiligen Communities, wo der Schuh drückt, und geben dann diese Erfahrungen, die Betroffene erlebt haben, auch in einem exekutiven Kontext auch an uns weiter, um auch Schulungsmaßnahmen etc. zu verbessern. Weil ich glaube, der Michael, ja, du sagst, oder du im Vorgespräch war das wohl so, dass du gesagt hast, es kommt halt auch immer darauf an, wie man als Ausländer, Ausländerin sich gibt. Du hast sofort versucht, dich zu integrieren und dabei zu bleiben und irgendwie dich zu engagieren. Ich habe nachgeschaut, was Integration heißt. Und da steht im Duden, dass das Eingliederung in ein größeres Ganzes ist. Mhm. Und im Nachhinein, die letzten 40 Jahre, die ich in Österreich jetzt erlebt habe, muss ich sagen, ich habe mich immer daran gehalten, ohne die Definition zu kennen. Ich habe ja in der Arbeit immer unter den Österreichern sozusagen tätig war und somit habe ich auch relativ schnell die deutsche Sprache beherrscht. Ich habe auch mit Kindern immer Deutsch gesprochen. Der Preis dafür ist, dass die Kinder heute mit Deutsch sprechen. Leider ist es so. Und nicht Polnisch können? Die Kinder sprechen mit der Mutter Polnisch. Ah, okay. Also die Kinder haben einen deutschen Akzent, so wie ich einen polnischen oder einen slawischen habe. Ja. Ja. Und ich gelte, solange ich Mund nicht aufmache, kann ich ohne weiteres als Österreicher gelten, vom Aussehen her. Ja. Aber kaum machst du den Mund auf, dann habe ich meinen Akzent, dann werde ich nicht los. Und dann kommen immer so angenehme Gespräche. Irgendwann kommt die Frage, und wie ist das oder jenes bei euch drüben? Mhm. Ja. Ich weiß nicht, ich bin seit 40 Jahren nicht in Polen. Also auf Urlaub fahre ich, aber ich kenne das Land nicht. Das ist ein anderes Land, das ist ein neues Land. Ja. Ich habe mit dem, was ich erlebt habe, nichts zu tun. Also kann ich die Fragen nicht beantworten. Aber in Polen ich, bist du... Aber wenn ich wiederum nach Polen auf Urlaub fahre, fahre ich sehr gerne nach Polen auf Urlaub, dann kriege ich wieder die ähnliche Frage. Und wie ist das und jenes bei euch drüben? Drüben, ja.
Somit habe ich mir eine Internetadresse angelegt und das heißt Michael von Drüben. Habe ich laut gelacht, wie ich das gelesen habe. Sehr lustig. Ja. Und fühlst du dich als Österreicher oder als Absolut. Pole? Absolut. Das Einzige, wo ich schwanke, ist, wenn Österreich gegen Polen spielt. So geht es wahrscheinlich auch. Und der Vastic schießt einen Elfmeter in der letzten Sekunde. Angenehmer finde ich, wenn man inzwischen zwar Polen sich immer wieder bewegen muss. Es gibt immer wieder Gedanken, sozusagen, entweder gehörst du hier oder dorthin. Ich habe für mich wirklich immer wieder beschäftigt und dann habe ich für mich den Weg entwickelt, nein, sowohl als auch. Und wir haben von meiner Einrichtung her, wir haben einen Begriff geprägt, mehrheimisch. Ja, oder zweiheimisch. Also, mehrheimisch, das heißt, ich habe nicht eine Heimat, sondern ich habe Heimaten. Ja. Und es ist nämlich befreiender, wenn ich sage, ich gehöre sowohl hier als auch dorthin. Und ich spreche sowohl diese Sprache als auch diese. Ich meine, zwei ist immer mehr als eins. Sicher. Also so gesehen ist es... Mimtas, wie heißt die Einrichtung, wo du arbeitest? Migrare, Zentrum für Migranten, Migrantinnen in Oberösterreich. Du wolltest was sagen, glaube ich, als da. Ja, also ich wollte jetzt noch was sagen, gerade jetzt bei dir, Michael, mit Polen und Österreich. Bei uns ist es eigentlich so, wir sind Fremde im eigenen Land. Ne? Wir sind Deutsche oder Österreicher, wir sind seit Hunderten von Jahren in Österreich, Deutschland, Schweiz. Seit 700? Schweiz. Ja, seit 700 Jahren ungefähr. Mehr Österreicher oder mehr Deutsche wie mancher Deutscher oder Österreicher. Und wir sind eine Minderheit. Wir sind Deutsche Sinti oder österreichische Sinti. Wir sind Autochtonen. Und wir brauchen keine Integration von uns, weil wir haben zwei Muttersprachen, wir haben Sinti Dikes und wir sprechen Deutsch. Ja? Wir wachsen ja auf und ich finde, das ist ganz wichtig, auch den Leuten mitzuteilen, dass es österreichische Sinti gibt und die haben kein eigenes Land. Ich höre oft, geht zurück in euer eigenes Land. Nein, wir können nicht in unser eigenes Land, weil das ist Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Italien. Also die zweite Frage, die ich eigentlich in jedem Gespräch habe, ist, wo sind deine Wurzeln? Genau. Wenn ich dann sage, in der Steiermark, dann heißt das stimmt. Na, ursprünglich. Also es wird mir direkt abgesprochen, das stimmt, das kann nicht sein. Wo sind wirklich deine Wurzeln? Dann sage ich, ja, mein Vater ist aus Ghana, aber ich bin in der Steiermark aufgewachsen. Ja, dann bist du ja Afrikaner. Ja, na. Genau. Also unsere Wurzeln sind Indien. Indien? Aber bist du ja Inder. Ja. Aber solange wir nicht die Haltung haben, man sucht sein Geburtsland aus, man sucht nicht aus, ob man Mann oder Frau ist. Na, nichts sucht man aus. Aber man trägt dort Verantwortung, wo man lebt, wo man Wurzel geschlagen hat. Genau. Ist Herkunft eigentlich irrelevant? Ich finde auch. Gemeinsame Zukunft. Es soll ja nicht jetzt so klingen, dass man jetzt ständig als Migrant vielleicht jetzt gefragt wird, wo man herkommt. Übrigens passiert das ja mir genauso. Also ich werde auch ständig gefragt und jetzt nicht nur von einer bestimmten politischen Richtung, sondern wenn man mit Leuten zusammenkommt von den unterschiedlichsten politischen Richtungen. Also ich orte da jetzt nicht irgendwo per se irgendeinen versteckten Rassismus oder sowas. Genau, sondern alle fragen das pauschal durch alle Bildungsschichten oder auch politisch. Weil du eine andere Sprache sprichst oder andere Sprachen? Oder anderen Namen hast. Oh, okay. Was auch immer. Ja, das heißt, das fragt man nochmal, das so die Standardfrage. Ja, woher kommst du denn ursprünglich? Ja gut, das wird dann beantwortet. Aber auf der anderen Seite muss man dann auch sagen, und darum geht es mir auch, um das Gleichgewicht auch ein bisschen herzustellen, ist ja auch so, dass es auch Migranten gibt, die sich auch beleidigt fühlen, wenn man denen sagt, ja, du bist der Österreicher. Also solche Leute, glaube ich, kennen wir genauso, ja, die dann hergehen und sagen, na, ich bin aber Türke. Ich glaube, bei enorm größter Schwierigkeit, wir haben immer zwei Gruppentheorie. Einer ist ja Zugewanderte. Weder einer ist sind homogen noch Zugewanderte. Die Menschen haben unterschiedliche Erwartungen, unterschiedliche Wünsche, unterschiedlich ticken sie, unterschiedliche Biografien. Und auch Österreicher sind ja nicht alle gleich, Gott sei Dank. Und so gesehen können wir nicht sagen, die müssen sich integrieren, sondern es ist eine Aushandlung im Alltag, wer kann mit wem und wie gestalte ich meinen Alltag und was sind Rahmenbedingungen über die Dinge. Wenn wir über Dinge sozusagen einen gemeinsamen Rahmen schaffen, dann funktioniert es viel besser, statt zu sagen, du musst dich da integrieren. Das, wir sind in einer Gruppe, die alle integriert sind. Es gibt aber auch andere, die sich nicht integrieren wollen oder können oder man gibt ihnen gar keine Chance zur Integration.
Das ist, wir sind da irgendwie, was Integration anbelangt, die gelungenen Fälle. Man sollte vielleicht über diese Fälle sprechen, die nicht so glücklich sind. Nicht auf die. Ja, genau. Also für mich stellt sich auch die Frage, wenn man in Österreich auch ist, wäre ich jetzt dort geblieben, wo ich ursprünglich geboren bin, vermutlich nicht da, wo ich jetzt bin. Mhm. Also ist insofern kein schon Krieg gewesen, wenn man natürlich, ja, vermutlich nicht. Und insofern bin ich schon auch dankbar, auch hier zu sein. Und die Chancen hättest auch nicht bekommen, die du hier bekommen hast. Glaube ich nicht. Also es lohnt sich. Es lohnt sich. Hier sich zu integrieren, einen Beitrag dazu leisten und die Errungenschaften Österreich auch zu nutzen. Ja, wir haben hier ein Niveau sondergleichen. Absolut. Und deshalb, einfache Sachen wie sauberes Wasser, das ist nicht überall selbstverständlich. Genau, und deshalb bin ich auch stolz. Pressefreiheit auf und. Es ist nicht überall selbstverständlich. Wir haben das hier. Es lohnt sich, etwas selbst zu tun, damit man integriert wird, damit ein Teil von Österreich wird. Absolut, deswegen bin ich auch stolz, auch in Österreich zu sein, und ich weiß, wo ich geboren wurde, aber ich bin durch und durch auch Österreicher, ich bin hier aufgewachsen. Es wäre auch für mich irgendwie absurd, auch zu sagen, ich bin doch irgendwie mehr Kroate, ich meine, bin hier aufgewachsen, seltsam. Ja, das muss man auch in beide Richtungen gelten lassen, auch mal zu akzeptieren, wenn jemand hierher kommt, der auch einen Integrationswillen auch zeigt und auch dankbar ist, auch hier sein zu dürfen und sich auch die Frage stellt, wie man das der Gesellschaft auch irgendwie auch zurückgeben kann. Und wenn man sich auch gut auch integriert, dann merkt man es auch bei mir im Beruf, da würde man ja vielleicht ja vermuten, dass ja da Rassismus tobt und Kollegen mit Migrationshintergrund da niemals ankommen würden. Aber dem ist halt ganz anders. Also mir ist das persönlich in meiner dienstlichen Laufbahn, und ich bin jetzt schon 12, 13 Jahre bei der Polizei, auch nie passiert. Also insofern hat man da durch eine gewisse Integration schon eine solide Basis, auch in Österreich akzeptiert und anerkannt zu werden. Und das ist ja auch das Thema auch der Sendung. Richtig. Die Nahaga wollte was sagen, glaube ich. Weil wir das Thema Vielfalt angesprochen haben. Für mich stellt sich weniger jetzt die Frage, dass man Vielfalt bewerten, ob Vielfalt gut oder schlecht ist. Für mich stellt sich, weil das ist selbstverständlich und Vielfalt gibt es in jedem Lebensbereich. Die eigentliche Frage, die sich mir stellt, ist, wie gehen wir damit um? Differenzen gibt es immer und überall, und die sind nicht per se schlecht. Sie können eine Bereicherung sein. Die Frage, die sich mir nur stellt, ist, wie gehen wir mit diesen Differenzen um? Wie schaffen wir es, dass diese Differenzen uns eher näher zusammenbringen und als Gesellschaft vorantreiben und dass wir das als Stärke ausnutzen und nicht eher als Schwäche? Und ich glaube, viele Menschen haben zu dem Punkt mit den Vorurteilen Angst vor Dingen, die sie persönlich als fremd empfinden. Angst vor Dingen, die sie persönlich als anders empfinden. Das, was nicht so ist wie ich. Und ich glaube, da wäre auch schon ein guter erster Schritt wäre getan, wenn man auch öfter in Dialog tritt, miteinander redet, weil ich glaube, Dialog, und deshalb haben wir auch oft den interreligiösen Dialog und das Zusammensprechen und so, ich glaube, da lassen sich einige Vorurteile ein bisschen abbauen. Ist dein Kopftuch ein Glaubenssymbol? Genau, das ist für mich etwas, das ich aus dem Glauben heraus mache, weil ich diese Entscheidung für mich getroffen habe und weil das für mich in diesem Kontext passt. Es gibt, also auch zum Thema Kopftuch, weil das ist angesprochen, es tragen ja auch nicht alle das Kopftuch gleich. Mich würde interessieren, was bewirkt der Kopftuch? Warum mache ich das? Meine Mutter hat auch Kopftuch getragen, aber nur wenn es kalt war. Bei dir ist die Motivation eine andere. Genau, es ist einfach eine religiöse Praxis. Es ist jetzt nichts, ich will jetzt nichts explizit also den anderen damit was damit heraus, vermittelt dass du, oder so. Dass du eine Moslemin bist. Dass du willst, dass alle wissen, hallo, ich bin Moslem. Also ich meine, das ist jetzt nicht primär mein Ziel, herauszugehen und sagen, damit alle wissen, ich bin Muslimin. Ich mache es einfach für mich, weil ich das für mich als passend empfinde, aus dem Glauben heraus. Also jetzt, meine Message ist nicht explizit, dass ich rausgehe, damit alle Menschen wissen, oh mein Gott, die ist jetzt Muslimin und keine Ahnung was. Darum geht es mir nicht. Das ist etwas für mich Persönliches. Es ist leider auch ein Urinstinkt, dass wir alles, was uns fremd ist, prinzipiell ablehnen, weil es auch sehr wichtig war vor ein paar hunderttausend Jahren, um zu überleben in der Natur. Sonst wären wir ja ausgestorben. Und deswegen ist Rassismus auch, irgendwo wird der immer da sein, wird immer Teil von uns sein. Es geht darum, den aufzuarbeiten und uns quasi evolutionär geistig weiterzuentwickeln. Genau. Das ist das, was die Nathalie wahrscheinlich, deswegen arbeitest du ja auch. Ihr tut euch ja auch jetzt im Verein ein bisschen sozusagen, ihr bleibt unter euch. Es ist auch zum Beispiel sehr schwer, die Sprache zu lernen, wenn man jetzt nicht Roma oder Sinti ist, nicht? Ja, also bei uns bleibt die Sprache unter uns. Wir reden die unter uns. Und wir reden zu Hause unsere Sprache, weil es ist unsere zweite Muttersprache. Und ich glaube einfach auch, die Angst von den Leuten ist das Nichtwissen, nicht alles, was fremd ist.
Und für mich gibt es eigentlich Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung. Darum bin ich auch heute, Barbara, bei dir, dass die Leute wissen, dass wir schon seit Hunderten von Jahren hier sind, dass es Österreichische sind, die Deutschen sind, die genauso die Romas. Es gibt hier in Österreich autochtone Roma, die sind schon immer hier. Ja? Was machst du beruflich, Nathalie, oder was hast du gelernt? Ich war bei einer großen Automobilfirma in Deutschland. Da habe ich eine Ausbildung gemacht. Ich mache jetzt, bin bei der Erzdiözese Wien als Seelsorgerin für Sinti, Roma und Jenische. Und mache, weil ich die einzige Sinti dazu bin, und das ist auch ein Anliegen, dass mehr von unseren Leuten an die Front gehen, bin ich in der Seelsorge zuständig. Und das sind die Österreicher, das ist das erste Mal, dass ein Sinti die Seelsorge macht. Und da kommen natürlich auch sehr viele Anfragen von Deutschland und von anderen Ländern. Ne? Und du hast deinen lieben Sohn mitgebracht, den Simon. Was machst du denn beruflich? Was ist dir, ist deine Zukunft? Also ich bin auch glücklicher Student. Was studierst du? Ich studiere Rechtswissenschaften an der Juristischen Fakultät in Wien. Und ja, so meine Hauptaufgabe nebenbei im Verein. Simon, wie ist denn so deine Kindheit? Also hast du Ähnliches wie Gabriel auch erlebt? Meine Eltern haben mir so einen sicheren Heimathafen geboten. Und weil bei uns natürlich auch in der Familie so viel groß geschrieben wird. Also ich weiß nicht, ob du Geschwister oder so hattest. Einzelkind. Einzelkind, das auch noch. Ja? Das hat bei uns einen extremen Unterschied gemacht. Also man hat immer daheim Verbundenheit erfunden. Man hat immer daheim alles gefunden, was man vielleicht draußen nicht so gefunden hätte, hätten wir das gemerkt. Aber war da nicht so viel da. Was ich, glaube ich, auch sagen kann, ich profitiere einfach davon, von der heutigen Zeit. Ich glaube, die Klassen sind so vielfältig heutzutage. Da fällt so ein Einzelsinto wie ich ja gar nicht mehr auf. Und wenn man dich jetzt schnell fragt, was bist du? Ich bin Sinto. Sinto. Und wenn man jetzt sagt, was ist das? Ja, dann muss ich Zigeuner verwenden, weil dann komme ich nicht drunter rum, um das zu erklären. Das Problem ist ja folgendes. Das ist ein Wort, das über die Zeit so lang negativ behandelt wurde, dass man es sich schwer tut, in ein positives Licht zu rücken. Natürlich gibt es immer wieder Leute, die sich so benennen, wie sie sich benennen. Die ersten Platten, die vielleicht vom Schnucker nach Reinhardt rausgegangen sind, heißen Musik deutscher Zigeuner. Aber ich sag mal, es sind Leute mit dem Begriff ins KZ geschickt worden. Muss man den Begriff heute noch verwenden? Ist es für uns Einzelne so schwer, einen Begriff aus unserem Wortschatz rauszunehmen? Oder sagen wir uns, na, der gehört dazu, den nehme ich weiter? Mhm. Zum Beispiel mit dem N-Wort. Kann ich das in einem so positiven Kontext sagen, dass dir das angenehm gefällt? Ich würde das Wort Zigeuner aussparen. Ich würde das Wort Neger aussparen. Ja. Wenn ich durch das Vermeiden eines Wortes die Integrität eines Menschen bewahren kann, dann ist das ja das Einfachste, das zu tun, um den Menschen nicht zu verletzen und um ihm das Gefühl zu geben, dass er in der Gesellschaft angenommen wird. Genau. Darf ich was zu meinem Projekt sagen? Das ich noch habe? Ja. Weil ich habe ja, nachdem ich jahrelang mit dem ganzen Thema, ich habe Therapien gemacht, habe Antiaggressionstherapien gemacht, bin zu diversen Selbsthilfegruppen gegangen, um mit diesem Ganzen fertig zu werden, das ich erlebt habe als Kind. Und vor einem Jahr circa habe ich mir dann gedacht, okay, ich wollte eigentlich immer Schauspieler sein und eigentlich immer Regie führen in einem Film. Und habe einen Aufruf gemacht in der größten Facebook-Gruppe für Filmtreibende in Österreich. Es sind so 22.000 Leute drinnen. Und innerhalb von 24 Stunden haben sich über 120 Leute aus der Filmbranche in Österreich gemeldet, die sich bereit erklärt haben, gratis ehrenamtlich an diesem Filmprojekt zu arbeiten. Und dann war dabei ein Regisseur, Frederik Füssel, der schon für Netflix 150 Folgen abgedreht hat und 28 Filme, der sich dazu bereit erklärt hat, den Film mit mir gemeinsam umzusetzen. Und, über dein Leben? Über mein Leben. Es geht darum, ich möchte, dass Österreicher die Möglichkeit haben, die mit so einem Thema noch nie in Kontakt kommen sind, nicht eine Sekunde, ins Kino gehen können, sich das anschauen und hautnah, ein bisschen im Stil vielleicht auch so diese, soll ich sagen, Reality? Nicht Reality, es wird ein Spielfilm sein, ein Kinofilm, ein richtiger, aber es soll, so wie die österreichischen Filme halt sind, sehr realitätsnah sein und dass sie sich dort hautnah anschauen können, wie Diskriminierung eigentlich funktioniert und wo Diskriminierung anfängt.
Weil das wissen die meisten Leute gar nicht. Wo fängt es denn an? Ja, viele Leute glauben, es fängt Diskriminierung da an, wenn ich zu jemandem Neger sage oder wenn ich jemandem sage, scheiß Jugo. Mhm. Nein, das ist ja nicht das Ding. Diskriminierung fängt da an, dass man jemanden aufgrund seiner Herkunft prinzipiell ablehnt und prinzipiell einmal irgendwelche komischen Verhaltensweisen andichtet, die gar nicht da sind. Genau. Das finde ich auch. Und da wird dann quasi beschrieben von deiner Kindheit weg, also auch die Erfahrungen in der Schule, die du gemacht hast und das also alles wird gezeigt. Ich will nicht zu viel spoilern, aber die erste Szene vom Film beginnt so, dass eine Gruppe Rechte mich bedrängen, ich daraufhin eine Körperverletzung begehe, vor Gericht komme, verurteilt werde zu einer Therapie und dann spielt der Film eigentlich in der Therapie mit Rückblenden. Okay. Genau. Und das war auch so? Ja? Das war so ähnlich, ja. Mhm, mhm. Das war so ähnlich. Michael, du bist ja jemand, der sich engagiert, quasi auch mit Deutschkursen, die du gibst, weil du ja weißt, wie das ist, wenn man in ein Land kommt und die Sprache nicht beherrscht. Was ist denn wichtig, wenn man nach Österreich kommt, wenn man beschließt, hier leben zu wollen? Wie funktioniert gelungene Integration? Gelungene Integration funktioniert vor allem über die Sprache. Ich glaube, es gibt nichts Wichtigeres, als die Sprache zu beherrschen und sich einfach unter die Leute zu mischen. Ich habe seinerzeit in unserer Gemeinde, wie wir 40 Sira, Iraker, Kurden, Afghanen einquartiert bekommen haben, bin ich angeschrieben worden, ob ich nicht bei der Integration, bei der Beschäftigung und Betreuung der Flüchtlinge mitwirke. Und ich habe mich dann gemeldet und habe mich entschieden, bei einem Deutschkurs mitzuwirken. Ich weiß, wie es funktioniert, wenn du etwas nicht weißt, wenn du etwas nicht verstehst. Es ist ja nicht einfach, drauf zu kommen, dass das gehabt und gehabt dasselbe ist in Österreich. Und deutsche Sprache ist in Österreich wirklich. Deutsch zu lernen, ist ein bisschen mühsam. Aber ich habe das, glaube ich, recht gut den Afghanen beibringen können. Das beste Beispiel ist der Maiwand, mein sozusagen jetzt Lieblingsschüler. Der hat ja als erster von 100 Punkten bei A1-Prüfung 100 Punkte erreicht. Das hat es noch nie gegeben. Das, weiß nicht, Begabung oder na, Glück? Beide, ne, dürften eine Begabung haben, er und du. Ne? Ich glaube, das ist mehr sein Verdienst als meiner. Ich habe ihm nur gesagt, wie es funktioniert, aber er muss schon selber. Und vor allem ist es ein Unterschied, ob man jetzt als Sechsjähriger Deutsch lernt oder wie Hager bei deinen Eltern du gesehen hast, wenn man schon erwachsen ins Land kommt, dann ist das nicht ganz so einfach, weil du hast das spielerisch gelernt. Genau. Also für meine Eltern war es natürlich nochmal was anderes. Die haben das zwar auch durch den Umgang mit anderen Menschen und die Arbeit und so weiter gelernt. Ich kann mich erinnern, damals in der Volksschule zum Beispiel, habe ich das eben gelernt, weil ich gesehen habe, alle Kinder sprechen Deutsch. Ich kann mich erinnern, ein Beispiel, ich wusste früher nicht, was es heißt, darf ich aufs Klo gehen. Und ich habe es so gelernt, ich habe immer gesehen, die Kinder fragen, darf ich aufs Klo gehen und dann gehen sie raus. Und ich habe nie verstanden, was machen sie draußen. Ich habe gedacht, geht man frische Luft schnappen oder was macht man? Und dann irgendwann einmal habe ich gesehen, dass ein Kind die Lehrerin gefragt hat, darf ich aufs Klo gehen. Und ich wollte wissen, was das bedeutet. Dann habe ich dasselbe gefragt und bin nachgegangen. Und so habe ich gelernt, das heißt, dass ich aufs Klo gehen darf. Und so viele solche Geschichten. Also ich habe es wirklich einfach gelernt, indem ich beobachtet habe, was die Kinder sagen und was danach gemacht wird und wie das, also so lernt man. Glück gehabt, dass du die richtigen Verbindungen hergestellt hast. Ja, genau. Nein, es gab auch Momente, wo keine richtigen Verbindungen hergestellt wurden. Und wie gesagt, ich hatte das Glück, dass ich eine sehr unterstützende Lehrerin gehabt habe. Und das hat mir auch gezeigt, welche Rolle die Lehrkräfte spielen. Und dass man auch wirklich in einer gemischten Klasse ist mit allen Kindern. Und nicht separiert wird. Und genau. Dann spricht man vielleicht die Sprache erst recht in der Pause, dann die eigene. Ne? Ja. Mümtaz, was ist da wichtig, eben bei der Integration vor allem der Kinder? Ich glaube, wichtig ist für die Schule, dass das rundherum passt, dass sie sich angenommen fühlen, dass sie Unterstützung haben, dass das quasi helfende Hände da sind. Ich meine, natürlich bei den Erwachsenen funktioniert es anders, Rahmenbedingungen sind anders. Bei dir war es ja auch so, du warst 18, glaube ich, wie du nach Österreich. Ich war 18, es war furchtbar. Starker Ausdruckswunsch gehabt, ich wollte mit Menschen reden. Konntest aber die Sprache? Konnte aber nicht. Und für Erwachsene, die eben Ausdruckswunsch haben, aber keine Ausdrucksmittel und keine Sprache, ist extrem schwierig. Und
Ich habe in den ersten Monaten gesagt, weg, du musst das Land verlassen, du bist verrückt. Mhm. Und da war extrem wichtig, dass mein Umfeld quasi mich abgefangen haben. Aber das heißt, du bist, entschuldige, anfangs in Wien gesessen und hast die Sprache nicht gekonnt. Und in Linz, ich habe Kurs besucht, ja. Danach extrem gelernt. Okay. Ich habe zwar gesamte Grammatik gewusst, ich habe gewusst, aber nicht reden können. Akkusativ, Dativ und alles, aber nicht reden können. Ja. Und irgendwann habe ich wirklich alle Bücher weggeschmissen. Ich habe gesagt, Sprache ist Sprache, weil man sprechen muss. Und ab da habe ich dann einfach teilweise Stationen simuliert. Ja, ja. Ich habe gesagt, okay, wenn die Leute mich nicht ansprechen, dann spreche ich. Ich habe mir vorher vorbereitet, entweder die Sequenzen gut gehört oder im Wörterbuch diese Anlässe, wo man Sprache anwendet, wo man spricht, ist extrem wichtig. Mhm. Und da braucht halt rundherum Menschen, die Geduld haben, die sich öffnen. Die oder so wie Hager, die deutsche Sprache so sehr liebt, dass du sogar Poetry Slam bist. Ja, großartig. Ja, na, also ich interessiere mich voll für eben Gedichte und Poetry. Mhm. Ich kann mich erinnern, damals dann im Gymnasium waren so die Sachen, die Leute nicht gern gemacht haben, wie Erörterungen und so, habe ich urgern geschrieben, so einfach argumentieren und was ist logisch und pro, contra. Und dann später, erst im Laufe der Zeit, habe ich dann meine Liebe für Poetry und Gedichte entdeckt. Sag, Haga, feierst du Weihnachten? Weihnachten per se nicht, aber ich finde die Weihnachtszeit voll schön. Wir sind auch am Christkindlmarkt ab und zu. Aber Weihnachten an sich, dadurch, dass es ein religiöses Fest ist, feiere ich persönlich nicht. Was würdest du dir denn wünschen? Das. Also wenn du jetzt die Situation mit sehr vielen Menschen suchen hier Schutz und Sicherheit und kommen und dann die zeitgleich auch dieses, wir haben nicht so viel Platz für alle. Also was wäre denn so der Wunsch an die Zukunft? Es brauchen wirklich mehrere Menschen, die unterstützen, Geduld haben und Menschen als solche akzeptieren, wie sie sind und nicht immer sozusagen Gefahr sehen. Ich sage immer, nicht Flüchtlinge sind gefährlich, sondern ja, die Situationen, aus denen sie flüchten. Und der Michael, was wünschst du dir? Oder wie kann es gelingen? Ich wünsche mir, dass die Menschen einfach sich mehr trauen, dass sie die Sprache lernen, ohne dass sie Angst haben, dass sie Fehler machen, ohne dass sie sich dafür genieren, dass sie Fehler machen. Ich wünsche mir, dass die anderen sie ausbessern, dass sie ihnen helfen und einfach üben. Ja. Übung macht Österreicher. Und Österreicherinnen, Schrägstrich. So. Genau. Natalia, ist es wirklich so, für eine gelungene Integration braucht man einmal die Sprachkenntnis? Die Sprache ist wichtig, aber wir lernen nicht die Sprache. Das haben wir gerade gehört. Und da gehören Leute dazu, die mich mitnehmen, die mich auffangen. Mhm. Integration, das ist mir jetzt ganz wichtig, dass wir das sagen, kann nur funktionieren. Von beiden Seiten. Es gehören immer zwei dazu. Genau. Das heißt, es gibt Leute, die wollen sich integrieren, aber wie wir gehört haben aus den Geschichten, das für manche unmöglich ist. Und ich als Psychologin sage immer, im Vordergrund steht, wie geht es uns möglichst gut? Und möglichst gut geht es uns allen, wenn wir schauen, dass wir gut miteinander auskommen, wenn wir uns kennenlernen und aufeinander zugehen. Dann profitieren wir alle. Es geht uns allen gut damit. Warum haben manche Menschen Angst vor allem, was anders ist, was fremd ist? Wieso tut man sich schwer, wenn man Menschen sieht, die irgendwie anders gekleidet sind zum Beispiel? Es verunsichert. Alles, was anders ist, verunsichert. Wir haben gehört, du hast recht, es ist evolutionär wichtig, dass man einfach vorsichtig ist. Aber was man nicht vergessen darf, im nächsten Schritt, alles, was mir fremd ist, verunsichert mich. Na, dann gehe ich halt mal hin und schaue mir es genauer an. Und dann komme ich vielleicht drauf, dass das gar nichts Fremdes ist. Wir alle haben Unterschiede und wir alle haben ganz viele Gemeinsamkeiten. Völlig gleich, wie wir ausschauen. Und darum geht es eigentlich, über die Gemeinsamkeiten, das ist das, was uns verbindet und die mal herausfinden, dass wir sehen, was uns verbindet und die Unterschiede, die wir haben, die machen es spannend. Im positiven Sinne, die sind bereichernd, da können wir was lernen, da können wir unseren
Horizonte erweitern. Und natürlich können sie auch ein bisschen Spannung erzeugen. Aber das ist legitim. Wir Menschen sind soziale Wesen. Wir schließen Gemeinschaften im ganz Kleinen, in der Familie, in der Gemeinde, in der wir leben. Und diese Gemeinde oder im Land, in Europa, also immer größer werdend. Und unterschiedliche Gemeinschaften. Und diese Gemeinschaft ist auch immer was, was uns verbindet, aber auch was andere ausgrenzt. Und es ist ganz wichtig, dass wir uns bewusst machen, wir haben nicht eine Identität, sondern unser Ich besteht aus ganz vielen kleinen Teilidentitäten. Mhm. Und wir können, das Ganze kann nur funktionieren, wenn uns das bewusst ist und wenn wir aufmachen. Ich finde es ja ganz wichtig, dass man sich einmal so ein bisschen mit den Schuhen der Menschen geht. Wie geht es denn denen, der fürchtet sich ja auch, wenn er herkommt und ist verunsichert. Und was könnte man den Ausländerinnen und Ausländern, die Österreicher und Österreicherinnen werden wollen, sagen? Also was ist wichtig bei der Integration, unabhängig von der Sprache? Ja, dass man offen auf die Leute zu gehen. Du hast so was Wichtiges gesagt, dass man sich nicht geniert und dass man sich traut und da, wenn man Fehler macht, das finde ich so wichtig. Selber den Mut aufbringen, auf andere zuzugehen, in einen Verein vielleicht zu fragen, in ein Ehrenamt sich beteiligen. Das ist so wichtig. Das ist völlig gleich, ob man jetzt aus einem anderen Land ist oder hier im Land. Menschen fühlen sich einsam, wenn sie sich zurückziehen. Es ist ganz wichtig, offen sein, auf andere zugehen. Also in Wirklichkeit ist Integration ein Stück weit ein Zusammenspiel von persönlichem Willen und auch der gesellschaftlichen Akzeptanz. Ja, und ein Prozess. Das ist auch noch wichtig, dass wir das sagen. Das geht nicht von jetzt auf gleich, der muss sich integrieren. Das geht, wenn wir gegenseitig aufeinander zugehen. Mir ist noch eines ganz wichtig. Ich möchte was nicht stehen lassen. Wir haben so oft auf Knittelfeld und die Steirer haben wir und die sind so. Ja, und das möchte ich jetzt sofort auflösen, weil da fühlen sich jetzt ganz viele Menschen, die sich extrem engagieren und so weiter, auf den Schlips getreten. So beginnt es nämlich mit den Vorurteilen. Also es ist, das Schlimme ist, ich finde es ganz wichtig, weil Lehrpersonen, Pädagoginnen, Pädagogen so wichtig sind für alle Kinder und ihre Einstellung, da werden die Kinder quasi damit angesteckt. Und darum finde ich das so wichtig, die können ganz viel kaputt machen, aber die können auch ganz viel Gutes tun, wie wir gehört haben. Das war ein wichtiger Satz jetzt, ja, weil man fühlt sich gleich irgendwie so, ich bin nicht so. Und das ist ganz wichtig. Vielen Dank, gerne. Natalia Oelsböck. Also ich bedanke mich auch bei euch allen fürs Dabeisein. Ihr habt gezeigt, wie vielfältig, bunt, wie international und trotzdem auch heimisch Österreich sein kann. Vielleicht macht jetzt jeder von euch, ich weiß nicht, ob das jetzt geht, aber verabschiedet sich mit schönen Nachmittag in seiner Muttersprache. Schönen Nachmittag. Nimmt das. Igler. Jung seid. Ja, schönen Nachmittag. Schönen Nachmittag. Lade. Schellen wir am Leib dann. Schönen Nachmittag, Schuka Davis. Schieben nicht ein paar Boden, ja. Schön. Das ist doch eine wunderschöne Melodie zum Abschied. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie zugeschaut haben und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag und einen schönen Abend. Baba. Sie wollen auch einmal in der Barbara Karlich Show auf der Bühne sitzen und mitdiskutieren? Dann melden Sie sich an unter 0900 91 00 98.